Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, danke schön, dass ihr mir so viele Aufrufe und Interesse zeigt. Es ist wirklich wunderbar, weil ich jetzt auch immer mehr Spaß habe an diesem Mod und Modpack. Genau, wir haben jo, ziemlich viel schon erreicht in diesen 5 Parts, glaube ich. Und ich bin jetzt auch farmen gegangen. Genau. Und das sind so diese Sachen, die ich gefunden habe. Genau. Ich zeige euch noch doch ein paar Sachen. Ich muss dann einfach die Spitzhacke. Ich mache mal schon die Spitzhacke und Obsidian farmen. Und hier natürlich Zuckerrohr und Leder. Leder ist ja schwer, das müssen wir jetzt eigentlich farmen gehen. Aber wir tun ja eher Pokémon fangen und erkunden ein bisschen die Gegend. Genau. Hier oben war ich noch in einem Dorf, weil ich musste wieder dorthin laufen natürlich. Und bin hier unten durchgekommen und schaut euch das mal an. 5 Arenen. Und eine Daycare noch. Und da noch Pokémon Center und Ding. Das ist unsere Lootstadt oder Trainingsstadt sozusagen. Genau. Ich habe hier ja die Wegpunkte und jo. Weiter 1 ist der Wegpunkt, den ich brauche. Ah genau, hier muss ich hin. Und Galaxy Hauptquartier war vom letzten Part. Mine kann ich auch. Nein, Mine muss ich machen. Anlassen. Ja, mache ich aus. Und wir müssen in die Schlucht, weil in der Schlucht, schaut euch das mal an. Aber schaut euch das mal an. Das ist für mich irgendwie so die dickeste Schlucht und höchste Schlucht, die ich gesehen habe bis jetzt. Also so richtig. Ja. Einfach so fast so ein bisschen unheimlich, oder so. Krass. Ist schön. Also es gibt sicher größere, natürlich Rekordere. Aber für mich ist irgendwie so das wirklich mächtig. Eine schöne Schlucht. So, genau. Wir gehen in diese Richtung. Hier haben wir ungefähr aufgehört. Im letzten Part. Und wir schlafen noch kurz. Genau, ich sehe gerade nicht so viel. Ja, es ist wirklich toll. Einfach, es motiviert mich mega. Wenn ihr es euch auch gut geht. Ja, ist gut. Meine Güte. Jetzt werde ich dann wieder runterstürzen. Genau, oh, diese Stiefel sind so geil. Auch beim Rennen sind wir schneller. Kampfknochen. Ein Item, das von Tragosso oder Knoge getragen werden kann. Diese harten Knochen erhöhen den Angriff. Geil, Angriff. Angriffsstärke. Ja, ja. Hey, wo ist der Eingang? Zaubertisch haben wir schon, ja. Stimmt. Ja, komm, nehmen wir mit. Ah, die Blume, genau. Ich sammle jetzt diese Blumen. Ich kann sie, glaube ich, nicht hinstellen, weil sie dann... wie sagt man denn? Ja, Bücherregal brauche ich. Wittern. Genau. Trocknen, austrocknen. Genau. Und deshalb, oder? Kürbis habe ich gesammelt. Ist wieder ein Dusselgur. Prima. Jo, also... Ich muss mich echt an Pixelmon wieder gewöhnen. Auch ans niedliches Spiel. Und so. Aber ich habe irgendwie Freude. Ich habe Motivation dadurch. Also es ist... Einfach wieder etwas Neues. Ich bin halt eher so, ja okay. Ich bin nicht so schlimm wie andere, aber ich bin einfach so ein bisschen erwachsener um Sachen spielen. Und ich denke, ja viele schauen rein und merken, ich bin gar nicht so erwachsen und schau wieder, ich bin gar nicht so kindisch und schau gehen wieder raus oder so. Kann ich verstehen, aber es wird wirklich auch gut geschaut. Also die Aufrufezahlen, die sind halt schon ziemlich hoch auch. Und das mache ich auch gerne, euch belohnen dadurch, wenn ihr halt fleißig seid. Macht's ruhig, also. Es wird euch
schon sehr gut tun. Das verspreche ich euch. Okay, wir haben hier noch eine andere Stadt, aber das ist die gleiche, wie wir in Part 2, nein, 3, glaube ich, gefunden haben. Und meistens ist es halt einfach das Gleiche, mit einfach neuem Loot vielleicht und vielleicht ein, zwei Gebäude neue, aber sonst nichts. Oder? Ja, können wir mit, nein, mit Elvoli und Büffchen können wir da nicht rennen, reiten. Bin zu klein. Naja. Ah, das ist Klepto. Klopptifuchs. Der Clowntifuchs. So, jo, hallo Bauarbeiter. Ich soll hier einen Hochspannungsmast reparieren, aber ich kann ihn nirgendwo finden. Langsam denke ich, dass ich schikaniert werde. Ja, eindeutig. Ja, die Schwarzen sind nicht gelb, diese Elektriker. Oder? Ich brauche nie Elektriker. Ich mache das immer selber. Von selbst. Ich bin elektrischer Experte. Ich bin Aussprachexperte. Ich bin Gaming-Experte. Und mache nur Fehler. Ha! Ich mache nur Fehler. Ich bin gut. Ich habe einen Kürbiskuchen gefunden. Ich fühle mich gut. Knochencurry, ich fühle mich schlecht. Eine Röstroute, Rösti-Route. Ja, Rösti-Route. Dicker Lauch, Porenta, ja. So langsam werde ich schikaniert von den Item to. Sind zu viele Item im Pool. Hey, wie kann ich das so Sachen mit Pixelmon nicht reintun? Ja. Eine Lauchstange. Dicker Lauch. Also dicker Lauch ist irgendwie ein Item und Lauchstange ist für Polenta. Ja, kann man Polenta machen. So, gut, also. Dann weiter. Ist da nicht irgendwo. Oh! Ein kleiner Postkasten mit Vogel, wie ein Vogelnest, wie ein Ding. Ach komm, sag schon. Vogelhäuschen. Ich spreche ein. Ich will eine Kasse haben. Ah ja, die gehen kaputt. Mist. Mann, ich dachte vorher noch kurz, mach's lieber nicht. Ich will aber Postkasten haben. Wieso sind die aus Glas, wenn sie aus Holz sind? Hä? Ich breche alles aus. Ah. Meine Güte, ich nerv mich gerade wieder über diesen Itempool. Eine Fleckmann-Route. Oh mein Gott. Die schneiden einfach den Schwanz ab. Wie viele Setzlinge gibt es eigentlich noch? Zwei waren, ja. Also, wir machen das einfach so fertig. Eieiei, wieso schwer, wenn wir auch das alles leicht machen können? Was müssen wir hier rein tun? Nix. Also, wir machen einfach mal. Ja, wir haben einfach da. Ich komme echt nicht mehr weiter. Ich muss die ganze Zeit Kisten machen. Ich sammle viel zu viel. Ich höre langsam auf mit dem blöden Zeug. Ich muss es ja eigentlich nicht sammeln, aber ich würde gerne die Sachen besitzen. Ich bin mich Museumshalter. Gut, also dann schauen wir nochmal kurz in den Pokémon. Immer diese Oweis hier. Wieso sehen wir das so weit weg, die Pokémons? Das ist irgendwie so ein Gelb, so ein
Fliegt das? Wo ist hier ein Tentoxer? Da. Ist ein rosa Tentoxer? Nein, du bist kein Tentoxer. 15, oh je. Meine Güte, ich habe es direkt erkannt, aber gesehen, ne, läuft herum. Ich dachte, das schwimmt oder fliegt wenigstens. Also Tentacha und Tentoxa würde ich jetzt noch fliegen sehen. Aber es gibt manche Pokémon, die fliegen, obwohl sie keine Flügel haben. Wie Dodo. Ja, es gibt halt viele Videos, wo man so Sachen lernt, oder? Da oben. Und das ist einfach crazy, was die Entwickler einfach nicht bedenken. Boah, Rindfleisch. Geil. Und ein Pikachu-Tasse. Und ein Mülleimer. Oh, geil. Oh, ja. Waren wir da oben schon? Nee, oder? Ich dachte, was ist das denn? Kampfhandschuhe. Okay, das ist ziemlich gut. Abwehren noch, also Schaden erhöhen und abwehren. Das sind auch alte. Die Bären haben wir. Diese Tasse mitnehmen. Einen Ofen habe ich, glaube ich, schon. Ja, man nimmt einfach mit. Nehmen wir schon unser schönes Dorf haben, nehmen wir es mit. Und hier haben wir wieder so eine Burg. Also ein Turm. Hä? Ich da hoch. Oh, Mann, die sind zu schnell. Okay. Zeig. Das ist wieder eine Arena. Nein! Das ist so doof gemacht. Ich will nicht mehr Kampf verlassen. Also gut, wir dürfen hier nicht rein. Wie hat hier hoch? Hallo. Ich bin kein böser Bubsch. Ich mag mein Slimer gerne. Manchmal lasse ich sie auf meinem Kopf sitzen. Das riecht furchtbar, aber sieht echt lässig aus. Igitt, der hat Schleim auf dem Kopf. Kannst du für mich 50 Redstone-Erze abbauen? Ja, kann ich. Also, da gehe ich gleich im nächsten Part hin und tue das abgeben. Aber natürlich vor dem Part sammeln, dass ihr das nicht sehen müsst. Dieses blöde Gekränkte. Genau, hier ist Pikachu. So, wo müssen wir jetzt hin? Einfach über den Berg. Ja. Ich habe einen Piep-Piep gefunden. Irgendwie häufig in diesem Mod. Aua. Au. Also es ist ein Galaxie-Hauptquartier wieder. Aber macht nichts. Wir wollen nur kurz schauen. Hä? Es ist ein bisschen anders, aber das Haus da oben rechts. Ist da irgendwas speziell? Vor allem dieses Holz hier. Skyris-Holz. Okay, Skyris. Was ist das für ein Dorf? Ein Magenta-Bett. Habe ich auch noch nie gesehen. Also man craftet es vielleicht, aber so. Braucht, also kommt nicht vor, also braucht man das nicht. Man craftet es nicht. Dieser Loot immer ständig. Was ist denn mit diesem Modpack los, ey? Also mit den Mods, die ich nicht installiert habe, sondern. Okay, meine Mods, also die ich installiert habe, zum Beispiel Custom NPC, okay, nicht so, aber zum Beispiel Chisel and Bits, Chisel und so. Das hat schon viele Blöcke, aber die kommen nicht vor. Die werden mir nicht immer vor Augen gehalten. Aber nein. Pixelmon, ständig dieser Loot.
Das Portal ist inaktiv. Okay. Sieht zwar aus, aber. Naja, muss ja nicht geschrieben werden. Okay, es ist Galaxie, also es ist gemischt. Wer hat dieses Dorf gebaut? So sieht es in einem Bett aus, okay. Ja, nicht so spannend. Sieht sehr schön aus, dieses Holz. Ja, okay, ja, ich weiß, dass die Häuser nichts haben. Ich muss sie eigentlich nicht betreten, aber... Ich wollte schauen, ob mein Bett halb ist oder ganz. Was können wir noch reinlegen? Immer dieser blöde Deko-Wahnsinn. Den man nicht in den Rucksack machen kann. Und ich habe immer noch keine Pokémon gesehen, wo ich besiegen muss für Holz. Für Rucksäcke. Hey. Ich sehe überall Holz und rede nur noch über Holz. Die Holzklasse. Ja, wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Und der schaut mich an, als würde er böse sein. Und ich böse sein. Hallo. Du bist böse. Du kämpfst gegen mich. Zauberwasser. Naja, das andere Dorf habe ich noch nicht ausgeräumt. Das mache ich dann irgendwann mal. Kein Problem. Die Rubine kann ich immer wieder sammeln. Ich will lieber so etwas mitnehmen. Wer hat Erde gesammelt? Ich. Ich. Wer noch? Du. Ich nicht. Lustrußglobe. Also für den nächsten Part schaue ich einfach mal, dass ich irgendwo Leder herbekomme. Und andere Sachen. Was ist alles noch wichtig? Was ist das hier? Aha. So sind. Giftige Kartoffeln, das ist wichtig. Nö, nicht wichtig. Lichtjuwel ist wichtig. Ja gut. Knochen sind wichtig. Ja, wer braucht schon Gold? Niemand. So, dann haben wir noch ein letztes Ruinenhaus und da oben dann noch eins. Ja, hier ist wirklich nichts. Dort waren wir drin, oder? Nee. Geil! Das ist jetzt wirklich mal eine schöne Workbench. Also, ich mag Workbenches wirklich nie. Die sehen für mich immer so unfertig aus. Aber das ist jetzt eine Werkbank, die irgendwie fertig aussieht. Nur wegen den Farben, aber einfach die Farben sind so richtig eingestimmt. Die ist fertig entwickelt. Ja, die Workbenches, kennt ihr die? Nicht die Workbenches, nicht die Werkbänke, sondern die Workbenches. Gut, also komm. Sarkasmus hätte. Eigensarkasmus. Eigenlob stinkt. So, lieber Eigensarkasmus. Gut. Ein Aluminiumschwert. Geil. Muss ich direkt tragen. So. Ja, okay, sieht nicht so schön aus. Meine Güte. Okay, ich habe einen Titel. Eigensarkasmus stinkt nicht. Okay, gut. Was sind das für Blumen? Feenpantoffeln. Ich habe Feenpantoffeln. Ich habe Feenpantoffeln. Ich bin glücklich über meine Blumen. Nicht kleine Blumen. Was sind das für? Apfelskiris? Hä?
habe noch nicht Apfelskyris gelesen. Also irgendwie komplett von diesem Mod eigen. Meine Güte, ich will die. Die muss ich so sammeln. Okay. Kann man da irgendwie. Green Apple Pie. Ich muss wirklich die ganzen Bäume jetzt hier. Ich mach da unten. Aua. Sieht die aber groß. Ich nehme den kleinen hier. Gut, den kleinen Baum. Jetzt habe ich die Axt weggeworfen, aber wir müssen einfach eine neue craften. So ist er dann, wenn sie kaputt gehen würde. Soll ich nicht mitnehmen. Sollen dann. So. Bitte, bitte, Barbarella. So. Muss das sein, diese Löcher dann? Mann, das Laub löst sich einfach dumm auf. Ich mag so Bäume nicht. Da werde ich ganz krabbelig. Krippelig, krabbelig. Irgendwas weiß ich natürlich nicht so. Best denke wie andere. Bin ja schon überfordert vom Spiel. Gut, habe ich jetzt die Setzlinge? Squeeze Setzling, einen. Gib mir noch mehr, da. Gib mir noch mehr, ja mag bei mir. Was machst du, Ibita? Ja, so kann man das Leben auch leben. Einfach mal durch die Wand mit dem Kopf. In die Erde, hallo. In die Erde, in die Erdwand mit dir. In die Erdwand mit dir. Ich habe einen geilen Berg gefunden, da muss ich jetzt noch kurz hin. Ja, ich habe Freude ab diesem Mobbeck, ich weiß. Ich muss mir noch ein paar Pokémon anschauen und fangen. Ich muss mich ablenken von dieser Sucht. Du. Okay, ist es nicht das gleiche Biom, das wir schon gefunden haben vor zwei Parts oder von einem Part? Wieder dieses Herz-Pokémon. Auf jeden Fall ist es cool. Wollen wir hier leben? Einfach hier so. Also geil sieht es hier aus. Wir haben halt hier keine Erde, aber einfach hier. Naja, okay. Rosa-rot, ich weiß ja nicht. Das ist für mich so ein bisschen eine abweisende Farbe. Sorry für die Weiber. Für die flotten Ladies. Okay. Ein Mini-Mäkel. Spoink, spoink. Oh, geil. Hohes Perigras. Okay, also hier würde ich gerne leben, in der Prärie. Also da haben wir ganz viele neue Biome. Dankeschön, liebes Spiel, dass du mich so motivierst, Mopac und so. Okay. Ich mache hier so eine Cowboy-Stadt. Ja, wir werden noch viel zu tun haben. Na gut. Zypressen. Okay, die slowen uns. Gehen wir außen hin. Also eine Zypresse möchte ich da noch mitnehmen. Zypresse. Uff.
Okay, da kommt wieder so ein Ahornwald. Da ist irgendwie so ein hoher Tannenwald. Ich möchte mal dort hoch, aber nicht hier in der Nähe, wo ich hier sowieso irgendwie wann mal baue. Ein Minun, okay. Ja, okay. Die Skalierung ist immer noch auf 1,4, gell? Okay, wir schlafen mal kurz. Nein. Schlafen. Hallo, Bett. Meine Güte. Du bist doch hier, Gott. Du bist eine Sau, du. Ich will es eigentlich besiegen, aber das macht mich an. Du dicke Kuh. Was? Frechheit. Ja, schon wieder Walzer, seht ihr? Das ist böse. Diese Kampfkuh ist böse. Wenn wir volltreffen. Was? So wenig Schaden. Er will die Stahl mit Dankskuh-Mumie. Ich muss mich irgendwie verteidigen mit dem Pokéball werfen. Yes! Meine Güte, was ist mit dem Flottball, mit den zwei Flottbären los gewesen? Die Fangchance ist doch nicht so gering. Schnubbul? Das ist auch so ein geiles Pokémon. Welcher Hundezüchter möchte gerne einen pinken Bulldogge? Ja, okay. Das ist halt so memehaft, oder so. Dort ist noch eins. Das ist ein Mauzi, okay. So weiß, also so hell. Ja, ja. Da, endlich mal. Also, welches Pokémon setze ich ein? Komm, Kampfschwein. Du bist nicht das Kampfschwein. Du musst nicht so tun. Das Kampfschwein ist im letzten Slot hoffentlich. Ist das sage ich zu einer Kuh? Schwein, es ist einfach wegen der Farbe und der Größe. Keine Kuh ist größer, aber. Gift es doch, gift es, vergift es. Man vergift es doch. Zum Gift los nochmal. Ist doch stark. Manchmal ist der Schadensunterschied so nicht gigantisch. Ja, es ist wirklich dieses Teil hier. Ich habe keinen Kampfschwein. Also das ist eine Aloha-Form von Tentacher. Nein. Das ist ganz ein anderes Pokémon, aber sieht voll mega ähnlich aus. Ich weiß. Oh, boah! Ey, langsam wird's crazy. Ja, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Ich hab nicht mehr Platz. Kein Platz. Ja, ich brauche keine Wolle momentan, oder? Na gut. Misten wir halt zu Hause dann wieder aus. So, Pokémon kann ich immer wieder besiegen. Du bist auch groß, hä? Lechonk. Tü. Ja. Gut, dann, ja,
bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich lade mich draußen, zu Hause, also im Lager, dann wieder aus. Wir schauen uns im nächsten Part, ja, wir sind dort der Wald an. Suchen natürlich die Pokémon, die wir für den Loot haben müssen, für Leder. Und da ist noch irgendwie so Reliquias, ähnliches Zeug. Jo, und genau. Oh, Knapfle ist wieder hier. Den habe ich im letzten Projekt kurz gefangen noch. Hab gar nicht gezeigt, glaube ich. Oder nur kurz gezeigt im PC. So, jo, also. Vielen lieben Dank. Habt noch Spaß. Tschüss.